So, ganz spontan machen wir jetzt gerade noch ein Event mit. Ich wurde gerade angeschrieben, ob ich gerade Zeit habe für ein Event und ja, genau. So, sieht so aus. Gut, ich bin gerade überhaupt nicht ready dafür. Ich bin gerade so geistig komplett woanders, aber ich meine, das ist ein Event, das wir sogar hinkriegen. Das, glaube ich, schaffe ich irgendwie. Ich meine, es ist nicht gerade so extrem fordernd, das Ganze. Und ja. Okay. Ja, ist auf alle Fälle ein Event, was mir was nicht so dramatisch ist. Ich meine, so die meisten anderen Events, solche Such-Events und so weiter, sind schon ein bisschen schwieriger. Du brauchst Bescheid. Sehr gut, danke, danke, danke. Die Katze miaut auch noch. Das Video 19:14 schon draußen. Okay, achso, wir müssen laufen und dann sitzen. Oh Gott, die Regeln so kompliziert. Nein, alles gut. Ist, 62% des Pet-Level übrigens auch, wenn man es nur draußen hat, habe ich bemerkt. Und, ah ja genau, oh, wir haben einiges verkauft, sehe ich gerade. Lusaka-Waffen, ich farm das Ganze gerade offscreen. Und, ja, 50 Millionen pro Waffe, jeden Tag so 2 Waffen ungefähr, das tut schon ganz gut irgendwie. Wenn das can't win again, until bonus rounds, please spot and forget that. Okay, gut. Ah ja, aber ich muss sagen, es ist ja schon einiges los hier von Spielern, von den Spielerzahlen her. Naja, mal schauen. Also ich bin übrigens auch happy, wenn ich... Was, run again? Hä, was? Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich bin auch happy, wenn ich nichts gewinne und einfach nur dabei bin. Ich finde solche Events sind auch ganz lustig. Ich überlege gerade übrigens auch, ob ich das Ganze... Soll ich das Ganze timelapsen? Boah, ich weiß es gar nicht. Ist es cool, wenn ich das timelapse? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist schon... Ich meine, natürlich, wenn ich jetzt einfach das Ganze mit Musik hinterlegen würde, dann wäre es natürlich ein bisschen Zeit sparen und alles. Und es würde vielleicht auch nicht so langweilig werden, denn hier passiert jetzt aktuell gar nicht mal so übertrieben viel. Und deswegen, ich glaube, wäre schon eine Idee. Aber andererseits denke ich mir so, ja komm, scheiß drauf. Kann ein bisschen reden und so. Und ja. Ist einfach eine entspannte Folge. Kein Leveln, kein Dungeons Farmen, kein Aufregen, kein Finanzamt, Abfuck oder sonst irgendwas. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden das es gibt. Ich bin mal gespannt. Normalerweise sind es halt immer gar nicht mal so viele Runden. Meistens so 5-6 Runden oder so, je nachdem. Ja, bin mal gespannt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, hier, lol. Oha. Ah, okay. Aber ich war schon mal relativ nah dran. Genau, Pat. Ach ja, warte mal, wir haben schon 3 Level 18, bald 19. Das sind jetzt mittlerweile schon 15 Stats von maximal 20, oder? Genau, von maximal 20 Stats. Und danach kommt HP-Rate, die wird dann, glaube ich, schon ziemlich geil. Sind das 10% HP? Ne, warte mal. HP und Attack? 10%? Leute, quasi einfach ein dauerhaftes Ding hier. Eine Love Chocolate, eine dauerhafte. Aber das Ding ist, ich kann ja gar nicht mehr so lange online bleiben. Former Normal Rounds after this one. Okay, gut, das ist mal gut zu wissen. Die Leute können hier einfach schon die Gedanken lesen. Ja, also Chance, glaube ich, dass wir halt was gewinnen, ist ungefähr 1 zu 4 circa. 1 zu 4, ja, 1 zu 4, denke ich mal, kommt ganz gut hin. Vielleicht 1 zu 3, je nachdem. Und natürlich bin ich auch gespannt, wie das mit den nächsten, also generell, wie es mit den Gewinnen aussieht. Sollten wir was gewinnen? Wer gewinnt hier? Hart wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, hart ist ein bisschen näher dran. Der hier ist einiges weiter weg. Ja, von oben schaut das vor allem sehr eindeutig. Ja, definitiv. Definitiv. Also gerade von oben ist es halt schon sehr eindeutig. Jeder sagt was anderes. Ich meine, es ist doch eigentlich voll eindeutig. Also, wie schauen die Leute denn da drauf? Also von oben, ja. Von oben definitiv. Also ich meine, ich kann es in den Meterstab auspacken und nachmessen, aber also von meiner Perspektive hier aus ist das eigentlich eine klare Sache. Ich meine, der ist auch viel weiter nach links, also viel weiter links drüben. Also wenn man jetzt hier beide auf eine Achse stellen würde, die ungefähr auf einer Achse stehen, dann müsste er sonst irgendwo dastehen, wo der Tiger ungefähr steht. Dann wäre es knapp. Aber hier, der ist ja viel weiter links. Ja, oh, meine Katze. Moment. Hartes Auge. Ja, genau, würde ich auch sagen. Okay, bin mal gespannt. Endlich in Ruhe essen. Alter, ich denke mir immer, dass ich halt so die beschissenen Tagesrhythmen habe und so. Kommt der mit Essen um... Ja, genau das um die Uhrzeit. Erst kaum jetzt irgendwie so Frühstück oder keine Ahnung. Ich habe auch so einen Freund, der immer, ja, der steht, weiß nicht, manchmal steht er um 7 Uhr morgens auf, manchmal um 5 Uhr morgens, manchmal auch um 6 Uhr abends. Also ist es nicht irgendwie, dass er Schichtarbeiter ist, so ganz im Gegenteil. Er hat dann einfach nur so einen Lebensstil. Und ja. Da ist es eben, wie es ist. Dann steht er halt um, keine Ahnung, 5 Uhr, 6 Uhr abends auf und dann frühstückt er erstmal. Oder ich klingel ihm aus dem Bett raus, weil ich sage so, hey, hast du Bock, was zu zocken? Das ist relativ klar. Relativ eindeutig. Me again. Ja. Ich glaube, ein bisschen zu eindeutig. Viel Spare Emoji. Gibt es überhaupt? Oh, es gibt Custom Emojis, stimmt. Warte mal, oh Gott, es gibt viel. Oh lol, gibt es viele. Es gibt viel zu viele Emojis. Ich kann bestimmt irgendwie freischalten über ein. Ich habe das letztens erst gesehen. Was war denn das? Cash-Up oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ich kann jetzt draußen bleiben, weil ich schon mal gewonnen habe. Genau, die Bonusrunden dann, ja, weiß nicht, ob wir welche mitmachen. Ich bin noch gespannt. Ach, warte mal, wir könnten sogar noch die Zeit hier totzuschlagen. Oh, was haben wir hier bekommen? Glyph-Shards, Transy Item A und, okay. Gesehen, genau, man kann die doppelklicken, ups. Profi, Professional Live Player und so. Ja, ja. Lol. Ein Pick-up-Pad Rabbit? Kann man das Ding verkaufen? Ist das Ding was wert? Hm, naja. Fast. Es ist fast was wert. So, 3 Stück noch. Wer ist Gewinner? Aimless. Nice. Was war es gerade? Nur Beats, oder? Ich glaube nur Beats. Ja, und wieder nur Beats. Und letztes Ding. Wieder nur Beats. Naja. Ein Tagesbeats. Hm, ja. Ist nicht die Welt, aber ich glaube, es ist trotzdem okay. Haben wir noch irgendeinen... Ne, haben wir, glaube ich, sonst nichts mehr. Ja gut, wir könnten noch eine Sache machen. Warte mal, ich habe vorher den Tiger habe ich sogar schon erweckt offscreen. Das waren, glaube ich, nicht mal 10 Versuche. Ja, 10 Crit-Schaden. 10 Crit-Schaden ist halt eigentlich schon ziemlich gut, finde ich. Was wir machen könnten ist, uns anderes Bett erwecken. Was wollen wir drauf haben? Crit-Schaden wäre cool. Oh. Puh, okay. Gut. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Holy shit.
Ja. Ja, doch, doch, doch. Das schaut schon ziemlich nice aus. 5% ist halt wirklich, ist halt geisteskrank. Hat einfach instant. Normalerweise so 3% Crit-Schaden zu kriegen, ist halt wirklich schon sehr herausfordernd. Aber 5% ist einfach, ist halt perfekt. Also besser geht halt nicht. Von dem her, not bad. Ich habe gerade einen 8 Stunden 3D-Druck am Laufen. Und das nicht auf meinem alten Drucker, sondern auf dem neuen, den ich habe, auf dem Bamboo Lab, der eh schon wirklich extrem schnell druckt. Und da halt was 8 Stunden zu drucken oder 7 Stunden 16, was das waren. Also das sind nicht viele Drucke, die so lange dauern. Das ist da halt schon, ja, schon heftig. Also wenn du sowas gedrückt hast, dann weißt du, was getan hast am Tag. Oder zumindest tun lassen hast. Oder so. Naja. Ich meine, früher hat das einfach so alles bei mir 6, 7, 8 Stunden gedauert. Das war halt alles immer super. Naja. Was soll man sagen? Sehr, sehr wenig irgendwie. 5% wären cool. Ich verschwende schon viel zu viel Geld dafür. Viel zu viel Geld. Es kommt nur. Okay, der Tag ist besser. Definitiv. Das ist nice. Okay, erste Bonusrunde. Können es also nochmal gewinnen. Was irgendwie ziemlich cool wäre. Also, ich weiß nicht, ob die Events hier überhaupt lohnen oder so. Ich meine, auf manchen Servern gibt es da dann. Naja, auf den meisten Servern ist es so, dass man halt, wenn man einmal gewinnt, gibt es irgendwelche Coins für zwei Items im Schnitt oder so eineinhalb Items oder so. Irgendwie so roundabout. Und. Ja. Wenn es hier genauso ist, wäre es cool. Natürlich gibt meist, also es gibt hier jetzt auch eine ganze Menge Items, verschiedene Items. Und. Lol. Ja, wo sind die? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da hinten, lol. Okay. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das saugt doch. Hä? Spielt überhaupt mit? Hä? Lol. Okay. Was ich jetzt sagen? Genau, wenn man nicht drauf ist, dann so, dann kriegt man halt irgendwie gefühlt so zwei Items oder so davon raus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob's. Wo kommt jetzt das Zeug her? Habe ich das jetzt gerade bekommen? Hat das vorher schon? Lol? Hatte ich gerade die Buffs vorher schon? Okay, ich habe es wahrscheinlich irgendwie so random aufgeschnappt irgendwo. Okay. Naja, so. Genau, jetzt wollte ich erstmal weiterreden und fertig reden. Ja, wenn man jetzt halt irgendwie so drei Events gewinnen muss, dann um sich ein halbwegs wertvolles Item zu kaufen, dann glaube ich, ist es halt immer so ein bisschen. Ja. Die Lust, glaube ich, die meisten Leute ist drauf, dann ist ja begrenzt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn man es irgendwie dann mit einem Mal gewinnen, halt irgendwie schon ein bisschen was kaufen könnte. Irgendwie weiß ich, was es gibt. Was gibt es denn? Amplis? Na, ich glaube Amplis nicht. Irgendwas. Keine Ahnung. Die Chance, dass ich jetzt gewinne, ist relativ hoch, weil hier gerade fast keiner neben mir ist. Bin gespannt, wo er sein wird. Da hinten, lol. Okay. Ich versuche immer da zu sein, weil einfach wenig Spieler sind. Weil ich meine, der ganze Bereich hier so wäre halt für mich einfach ein Win. Das sind die Lifehacks. Kremlin, nice.
Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.